Wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr seid gesund. Wie der Titel schon sagt, ja, es gibt wieder Hood Cuisine Kochstreams. Wer die ganze Sache sich live reinzwirbeln will, checkt die Videobeschreibung unten und geht auf meinen Twitch-Kanal. Ansonsten gibt's hier, wie damals auch, auf meinem YouTube-Kanal, auch nach dem Anschluss hier, einen kleinen Zusammenschnitt von dem Livestream von gestern Abend. Die Nahrungsherstellung, sagen wir mal, ist die letzten Monate oder fast, es ist, sagen wir mal, so eine lange Zeit wieder unter den Teppich gekehrt worden. Man war wieder der König der Essensbestellung und genau das soll sich wieder ändern. Deshalb auch, einerseits ist es natürlich super, dass wir jetzt wieder einen Ausgleich haben, GTA Roleplay Streams und Hood Cuisine Koch Streams. Wer da ein Rezept hat für mich, der sagt, ey, das musst du unbedingt nachkochen, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meinen Discord kommt. Discord ist auch in der Videobeschreibung, der Link dazu. Und dort einfach in den Hauptchat den Link zum Rezept reinposten. Da würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Zusammenschnitt von gestern Abend. Mir hat es wieder extrem Spaß gemacht. Und ich wusste auch nicht, was passiert, wenn ich wieder anfange zu kochen. Kamera ist an. Zeckt es mich eher an oder ist es Upturn? Aber es hat super viel Spaß gemacht. Und genau deshalb geht es wieder weiter. Hood Cuisine ist wieder back. Ich glaub's nicht lange. Durch sie wieder her. Die Hood Cuisine, ich glaub's ja nicht. Ja, Mann, es ist lang her. Wir mussten wegkommen zum Kochen. Reingerannt kommen? Oder eher softer? Oder Moonwalk? Hood Cuisine, Mann, wir sind wieder da. Wir werden wahrscheinlich für ein Rezept, wo wir, was eigentlich nicht so lange dauert, Ewigkeiten wieder dauern, weil wir viel schnackeln. Geht ja selbst ein bisschen besser. Ey, ich muss. Wir müssen erst mal gucken, ob der Herd überhaupt noch funktioniert. Jahrzehnte wurde hier nichts mehr benutzt. Ich sag's euch, wie es ist, Mann. Ich sag's euch, wie es ist. Wichtig ist auch in der Hood Cuisine, Champion Letten. Ganz wichtig. Ich sag euch, wie es ist. Ganz, ganz wichtig. Also, ey, wie gesagt, ich muss erst wieder reinkommen, Leute. Ich habe mit Kochen nichts mehr am Hut. Da ist jemand schief gelaufen. Man war wieder der Bestellmarathon-Man. Wir sind wieder da. Ey, und muss ja wieder wichtig aussehen, so. Bada bum, bada bang. Danke an iBomber, der hat das Rezept rausgetroppt. Im Discord ist die ganze Sache. Und zwar, dort steht Tortellini mit Käsefüllung. Ich habe aber mit Ricotta und Spinat Füllung. Gab es mit Käse nicht. Hammer. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist das, was wir jetzt hier machen. Das ist Küche-RP. Guck mal, was da oben noch in irgendeiner Ecke steht. Aber letztes Mal, als ich... Eigentlich kochen wir das heute. Ich sag's euch. Hey, ich hatte zwei Dosen davon. Aber eine Dose, danach war richtig die Rumdiarrhoe. Aber vom Feinsten, Mann. Früher habe ich das echt besser vertragen. Ich sag dir, wie es ist, Mann. Boah. Tortellini haben wir. Chorizo, ey, jetzt, Leute. Ich war erst beim einem Supermarkt, Netto. Hab dort Chorizo gefunden, aber das war der einzige Laden im Supermarkt in der Nähe, der Chorizo hatte. Aber nur gestückelt, also nur schon geschnitten. Danach dachte ich so, nee, Mann, ich will nicht so Fertigzeugs oder ich will beim Metzger. Dann war ich bei drei Metzgers mit Z hinten, Metzgers. Mein Insta ist weg, Jay. Ich habe alles weggemacht. Ich habe Insta weggemacht, ich habe Facebook weggemacht. Das ist alles ein Ding, Mann, hör auf, Mann. Aber habe ich schon seit Jahren im Kopf. Also ist nur aktuell, wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber ich habe gar keinen Triebe mehr. Noch schon die ganze Zeit, aber ja, wer weiß. Ist vielleicht nur eine Phase, aber aktuell Schmodder. Ey, langsam wird auch die Schulter nass, weil das Handtuch nass ist. Egal, ich wollte euch die Chorizo-Story erzählen. Ich habe nirgends Chorizo gefunden. Jetzt haben wir so schon gestückelte. Ich habe keine Ahnung, kann sein, dass es mir da auch den Kessel verzwirbelt danach. Ich habe keinen Plan, Mann. Ich habe jetzt schon so solche. Die sind schon so Brocken. Aber sonst hätten wir einen Chorizo-Auflauf ohne Chorizo gehabt. Wäre auch scheiße gewesen. Kidneybohnen, Hammer. Erbsen. Tiefkühlerbsen haben wir nämlich auch. Erbsen, Tomaten. Tomaten haben wir. Zwiebeln. Zwei mittelgroße Zwiebeln. Wichtig hier, das Ding nicht fallen lassen. Was haben wir hier denn für Gewürze? Die habe ich
Jetzt weiß ich auch, warum es in der Küche immer so kalt ist, Mann. Ich mache da nie die Heizung auf, weil da Gewürze draufstehen. Wichtig, Leute, wichtig. Wenn ihr zum Date geht oder so, macht hier das Ding. Wenn ihr zum Date geht, Tinder-Date, sonstige Styles, hier, immer drauflassen. Das kommt extrem. Tomaten haben wir, Zwiebeln, Käse. Kidneybohnen im Sieb im kalten Wasser abspülen und abtropfen lassen. Wir sind schon mal raus, ich habe gar kein Sieb. Das muss so sein, Leute. Das muss so sein. Oh, einfach zugemacht. Ey, Kidneybohnen riechen so nach... Okay, Kidneyhammer. Kalten Wasser abgetropft, abgespült, zack, zack. Wurst abziehen. Wir müssen gar nichts mehr... Nee, wir müssen gar nichts mehr abziehen. Zwiebeln schälen und würfeln. Okay, lieb ich. Mag ich. Absolut. Zwiebeln schneiden ist genau mein Ding. Okay, sagt mir mal einen Trick, wie man hier nicht anfängt zu heulen. Ich sag's euch, wie es ist. Taucherbrille. Ey, sollen wir eine Taucherbrille bestellen? Taucherbrille wäre geil. Ah, was auch geil ist? Wer kennst du noch, die gute? Wir haben ja mal gestreamt draußen. Ich habe meinen Roller irgendwo hingeparkt. Hab den nicht mal gefunden, weil es dunkel war. Lamp. Ganz wichtig, gerade beim Zwiebelschälen ist das das A und O, dass du nämlich genau weißt, so siehst du halt, wo du die Poren reinzwirbelst, die Deckellampe, genau. Weil dann stand ich irgendwo im Wald und hab nicht mal gesehen, wo ich geparkt habe. Es war scheiße. Ja, Mann, ach, wir schnippeln jetzt einfach so durch, machen irgendwelche Styles hier. Was ich auch vermisst habe, das beste Haushaltswerkzeug in der Kitchen, die Spachtel. Weißt du, was ich meine? Die Spachtel, damit kann ich alles schön neiböllern, zack, zack. Die Spachtel ist very important. Wir machen kurz die Dunstabzugshaube an. Okay. Boah, was ist geiler als Zwiebeln, die brutzeln? Und ey, das Gericht auch, deswegen Bomber habe ich es auch genommen, weil es super easy aussah, so, weißt du? Alles in eine Pfanne, aufbacken, geil. Genau sowas brauchen wir. Salz, Pfeffer müssen wir noch machen. Bisschen Gewürze. Wir machen eine Sache dazu. Natürlich habe ich schon meine... Wir machen ein bisschen Gewürzsalz, das liebe ich, das kann man überall drauf böllern. Gewürzsalz, richtig schön. Boah, wie das jetzt schon riecht, ey. Und wir machen auch noch ein bisschen, wie gesagt, den Rührei-Mix klatsche ich überall drauf. Der ist auch brutal, Mann. Rührei-Mix. Man sieht auch, dass er halt genutzt wird. Ne? Ihr wisst, wie es läuft. Oh, aber hier wäre jetzt noch geil, eine Zitrone drüber jagen. Oder habe ich noch Limettensaft oder sowas? Das wäre jetzt geil. Ist eigentlich das Bild ein bisschen zu dunkel, Leute, oder geht es klar? Dann machen wir das jetzt, wartet. So ist es schön, oder? Geil, Mann. Haben wir das geklärt? Haben wir die Sache A geklärt? Weißt du, wird der Rückzug? Leute, knallt mir bitte Rezepte in den Discord. Wir müssen alles machen. Ich habe gedacht, so ein bisschen Zitrone. Dann haben wir hier das. Ey, man muss sich aushelfen können. Ne? Wir sind ja Hood Cuisine. Endlich wieder Hood Cuisine. Ja, Mann, ich muss A, müssen wir mal wieder ein bisschen Abwechslung zum RP. Und B, muss ich einfach mal wieder kochen, Mann. Jeden Tag bestellen oder draußen essen, oder ich schon dappisch. Also ist auch geil, aber wer stappisch. Ich habe noch Creme Fraiche. Ey, ist es doch haltbar? Bisschen mit Wasser. Wir gewürzen das noch geil. Weil das stimmt schon. Wenn es jetzt backt, ist es natürlich ziemlich knusprig wahrscheinlich. Jetzt machen wir noch Creme Fraiche drauf. Das ist perfekt. Das ist perfekt, Mann. Und jetzt machen wir den restlichen Käse noch drüber. Und es läuft hier gerade richtig krass runter. Das Ding kommt in den Ofen, Mann. Verabschiedet euch kurz, guck mal, wie es durchsoßt. So, 15 Minuten. Ganz wichtig, immer alles schön danach sauber machen. Ganz wichtig, Mann. Ich sag dir, wie es ist. Ah, okay. Oh, hat gekracht, ja. Ich musste aufpassen mit dem Kreuz, Mann. Das war hier auch immer so. Eigentlich muss ich so dastehen. Aber man steht immer wie so ein Horst. Oh, Ewe Bimmels. Da hast du auch dieses Weckergefühl am Morgen. Vor allem Gefühl auch, das Geräusch. 15 Minuten war ideal, Mann.
One Love auch an die Bratkos. Caligula. Wir machen das schon Andrista-Style-mäßig. Und jetzt machen wir noch fermentierter Pfeffer. Wie gesagt, Leute, ich habe mit Pfeffer nichts zu tun. Aber das hier ist der Shit, Mann. Ja, Mann. Ein Schräg auch geil. In diesem Sinne, ey, bleibt gesund, bleibt positiv. Schön was. One Love. Bis die Tage.